Easy now. First things first. What's your name? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Alan Wake 2. Wir befinden uns im Kapitel Return 4 mit dem Namen Keine Chance. Hier gibt es nur ein einziges Sammelobjekt, deswegen werden wir gleich ein zweites Video oder besser gesagt weitere Sammelobjekte hinten dranhängen und da wartet dann auch richtig Arbeit auf uns. Dieses Sammelobjekt, wir waren hier direkt am Start des Kapitels, könnt ihr überhaupt nicht verpassen, gehört einfach zur Story dazu, aber es gibt eine Trophäe und es ist eine Waffe und es zählt mit zu den aufgehobenen Gegenständen und gehört damit in meinen Augen in einen 100% Guide mit rein. Deswegen hier ganz kurz, wie gesagt, im Kapitel Keine Chance zum Anfang kurz die Waffe holen, aber erst dann haben wir sowieso weiteren Story-Fortschritt. So, wenn wir da durch sind, geht es rüber nach Return Nummer 5. Alte Götter. Ich nehme vorweg, freut euch drauf. Sammelobjekte mäßig, wie gesagt, viel Arbeit. Wir werden uns hier nach und nach einmal rund um die Map arbeiten. Das ist sowieso relativ die G-Richtung, die wir haben. Ich werde nur gleich einmal ein bisschen leider abbiegen müssen in eine andere Richtung, aber ich dachte, das ist so am besten. Hier beim Schloss müsst ihr wieder nur einfach die Kombination nachtippen, die das Spiel euch vorgibt. Das ist zufällig generiert. Da werdet ihr zu 99,9% eine andere Kombination haben, aber einfach das, was euch vorgemacht wird, nachtippen. Und damit haben wir auch schon das erste Kultversteck und kommen zum ersten Kinderreim. Nicht viel weiter weg, das sind nur ein paar Schritte rüber. Obwohl ich mich hier im Dunkeln ein klein wenig verhasple, sehen wir gleich. Aber nö, passt ja doch relativ. Nee, von wegen, ich suche hier noch rum, ne? Ja, sehr, sehr duster. Ich hätte vielleicht doch auch wirklich irgendwie noch ein bisschen heller einstellen sollen, das Spiel. Aber wir finden das auch so hier, gerade wegen dem Zelt ist das hier natürlich dann doch gut zu erkennen, wo wir ungefähr sind. Und jetzt, na, da haben wir es doch endlich. Da hätte ich es gehabt, ne, wenn ich mal auf den Knopf gedrückt hätte. Das ist mal schön. Leute, wenn man seine eigenen Videos schaut, dann sieht man erst, oh Mensch, da wäre es doch gewesen beim selber Spielen. Nicht gesehen. Ich mache das jetzt auch so. Hoffe ich mal, dass ich wirklich langsam genug für euch die Figuren platziere, so dass ihr es direkt einfach nachspielen könnt. Ich versuche mal so eine ganz kleine Pause zu lassen, bevor ich die Figur ablege, damit ihr wirklich den richtigen Namen lesen könnt, welche Figur hier an welche Stelle kommt. Macht Sinn. Und wie immer natürlich ganz wichtig, nicht vergessen, die Figuren wieder mitzunehmen. Wir brauchen die noch im Spielverlauf, wir brauchen die noch. So, jetzt seht ihr hier die Stelle, wo ich meinte, hier musste ich erst noch mal ein bisschen zurückgehen, aber das ist halt auch, ja, sag ich mal, der Felsformation sozusagen geschuldet, dass wir da noch mal weiter in die falsche Richtung sozusagen müssen, um den Talisman nämlich hier zu holen an dieser Stelle, den wir ja bekommen haben, dadurch, dass wir das Kinderreim gelöst haben. Wir werden auch noch hier, ich glaube, alle holen. Ich glaube, wir holen hier sogar in dem Video bereits alle, dass wir hier sogar komplett alle Kinderreimrätsel abschließen. Sind wirklich einige, die wir hier gleich auf uns warten. So, der Talisman war ein bisschen weiter weg, waren noch ein paar Wölfe mit im Weg, habe ich rausgeschnitten. So, dann haben wir auch das beisammen und wie gesagt, jetzt hier nochmal ein bisschen weiter nach unten abbiegen, leider. Aber da kommen wir nicht dran vorbei. Ein weiteres Kultversteck wartet auf uns. Und ihr seht es oben eingeblendet. Mit dem Code 177 ist die Kiste zu öffnen. So, auch das schön langsam gemacht, damit ihr, wenn ihr halt keinen Ton anhabt, dann kann ja auch sehr gut sein, dass Video nebenbei schaut, dann durch die Gegend, ja, hüpft, sage ich mal, dass ihr dort dann eventuell mehr eine Stimme gar nicht hört und deswegen der Code natürlich immer oben eingeblendet und dann schön langsam auch gemacht, dass man das wirklich nachvollziehen kann. Da haben wir die erste Lunchbox des Spiels und jetzt kommen wir gleich zu einer weiteren Lunchbox. Hier kommen wir jetzt da an, wo uns die Story hinführt.
werden hier noch einen kleinen Plausch mit einer Krankenschwester halten, direkt an der Tür, bevor sie uns dann endlich einlässt. Habe ich natürlich rausgeschnitten, um das Ganze relativ kurz hier zu halten. Jetzt kommt auch der wirkliche Kapitelbeginn, erst Old Gods Return 5. Und sobald wir reinkommen, drehen wir hier einmal um und haben hier in dem Raum gleich direkt zwei Sammelobjekte, also rein und dann rechts in den Raum. Und zwar haben wir hier einmal die Karte und dann direkt daneben eine Lunchbox. So, und die nächste TV-Show, die wir jetzt haben, die ja, zickt so ein bisschen beim Triggern, dass der Fernseher wirklich anspringt. Normalerweise ne, erwarte ich, dass er jetzt anspringt, macht er nicht. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen zurück, gehe nochmal raus, gehe nochmal zurück, gucke, dass der Fernseher anspringt. Nein, macht er nicht. Gehen wir halt nochmal raus. Diesmal gehen wir dann halt hier direkt aus dem Raum raus. Ich warte hier ganz kurz, passiert nichts. Wir werden nachher auch nochmal eine andere Problemstelle haben. So, jetzt haben wir den TV-Show-Hinweis bekommen. Und jetzt könnten wir hier auch dann eine weitere TV-Show genießen von den Brüdern, die wirklich immer sehr, sehr cool sind. Damit holen wir uns die nächste Karte. Die nächste Karte vom nächsten Gebiet. Und zwar erst dann, also wir müssen erst hier jetzt im Haus haben, müssen wir mit allen möglichen Leuten geredet haben, müssen unsere Fallkarte, unseren Gedächtnisraum bearbeitet haben, wirklich mit jedem Hinweis geredet haben. Dann erst können wir hier unten mit der Krankenschwester reden und können sagen, hey, Schauseline, wir wissen ganz genau, das Tor, ne, da ist, macht die Tür auf. Das, dann macht sie das und dann können wir rüber ins Nebengebäude gehen und im Nebengebäude wiederum bekommen wir dann die Karte als Sammelobjekt. So, jetzt ein wenig langwieriger. Und zwar holen wir uns jetzt eine weitere Waffe. Dafür müssen wir erst einmal hier den Admin-Code eingeben. Dafür gab es genug Hinweise hier im Zimmer mit nicht Geburtsdatum, aber halt da war ein Kalender und dass man das Ganze halt auch eingeben muss in dem Format, was wir Deutschen gewohnt sind. Tag, Monat, Jahr. Und dann können wir darauf zugreifen, können die Türen öffnen. Und wenn wir die Türen geöffnet haben, fehlt uns aber immer noch ein Türgriff. Und den Türgriff wiederum gab es auch als kleine Notiz, gibt es vorne an der Rezeption, um dann halt, wenn wir an der Rezeption sind, den Türgriff geholt haben, nochmal hierhin zurückzukehren, um dann das Gewehr zu holen. So, hier unten in der Kiste ist jetzt der Türgriff und mit dem Türgriff geht es jetzt zurück, damit wir dann das Gewehr holen können. So, der nächste Gegenstand gehört zur Story, habe ich trotzdem mit reingenommen, falls ihr da aus irgendeinem Grund vielleicht ein bisschen hakelt, ein bisschen stecken bleibt an der Stelle. Hier unten im Keller haben wir einmal diese Kassette mit dem Code 273, habe ich oben auch eingeblendet. Dort ist nämlich die Sicherung drin, damit wir überhaupt vom Gameplay her weiterkommen, damit wir den Generator einschalten können, brauchen wir die Sicherung. Und da die halt wieder mit einem Code verborgen ist, habe ich mir gedacht, ist vielleicht eine ganz gute Idee, die hier mit in das Sammelobjekte-Video hineinzupacken.
Von der Sicherung geht es zur nächsten Lunchbox. Wir haben drin alles erledigt. Wie gesagt, das war alles Story. Wir kommen raus und haben dann wieder als erstes die Möglichkeit, hier vorne an der Seite eine weitere Lunchbox einzusammeln. So, jetzt arbeiten bei uns langsam hier die Straße herunter, die Karte herunter. Haben dann einmal hier an der Seite ein Kultversteck. Dafür müssen wir erst einmal hier einen Schlüssel einsammeln, aber da ist direkt ein Schild, hier ist Schlüssel, dann kommen viele böse Leute, die habe ich rausgeschnitten und dann geht es hier einmal den Berg hoch zum Kultversteck, aber ich sag mal, die Pfeile sind eindeutig, aber irgendwie darf ich da gerade wieder nicht lang gehen, gehen wir halt so rum und da ist es, das Kultversteck, wunderbar, Schlüssel eingesammelt, Kultversteck geplündert. Und von einem Kultversteck rüber zum nächsten. Wie gesagt, wir gehen jetzt wirklich hier die Straße runter, nehmen sozusagen alles rechts und links mit, was dort herumliegt. Haben hier wieder gute Hinweisschilder und haben dort das Kultversteck gefunden. Und auch hier haben wir wieder ein kleines Schloss dran. Und den Code kann ich euch nicht aufschreiben. Müsst ihr ganz genau schauen, welche Kombination ich dort nutze. Ich kann es euch noch nicht mal sagen, wie ich die Symbole benennen sollte. So, und dann, wie gesagt, mittlerweile einmal fast komplett rum. Der nächste Kinderreim wartet auf uns. Und zwar hier in diesem Haus. Es ist generell so, dass wir jetzt ganz, ganz viele Sachen machen, weil wir halt den Bolzenschneider haben. Ne? Wir haben natürlich den Bosskampf hinter uns. Ne? Wir haben den Bolzenschneider. Wir können ja in weitere Gebiete vordringen, die halt vorher auch zum Teil unzugänglich waren. Unzugänglich waren ist richtig. Werdet ihr dann gleich hier nach und nach noch merken. Deswegen sind wir auch ja, noch nicht mal bei der Hälfte an Sammelobjekten, weil wir, wie gesagt, wirklich alles mitnehmen, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist. So, nachdem wir das Rätsel gelöst haben, können wir uns den Talisman holen, unsere Belohnung dafür. Und dafür gehen wir hier aus der Tür raus. Und folgen dann hier diesen dreckigen Fußspuren. Ne? Den müssen wir wirklich einmal komplett folgen. Ich weiß nicht, ob wir direkt hätten zum Ort rennen können. Ne? Ich bin den Fußspuren gefolgt. Keine Ahnung, ob der Talisman da gewesen wäre, wenn ich direkt in den Raum reinlaufe, weil ich muss erst ins Badezimmer, damit ich wieder weitere Spuren habe, um dann zu sehen, aha, okay, jetzt geht's hier rüber in die Richtung. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne direkt in den Raum laufen mit dem Talisman hier, ob er dann da ist oder ob man wirklich den Fußspuren folgen muss. So, und damit das nächste Kultversteck steht an. Auch hier haben wir wieder einen Schlüssel außen am Haus, direkt dort, wo der Schornstein ist. Am Fuße des Schornsteins liegt der Schlüssel für das Kultversteck. Und dann rennen wir noch einmal rüber und machen dann die gute Kiste auf. Noch eine dieser Kultkisten. So, und jetzt ist schön, jetzt kommen ein paar Dinge wirklich ganz nah, ganz dicht beieinander. Bedeutet, wir können auch oben unsere Punkteliste sozusagen recht gut abhaken. 50% haben wir gleich, wenn wir hier die Lunchbox eingesammelt haben. Und wie gesagt, die anderen Sachen sind nicht weit weg. Das ist mal richtig angenehm hier einzusammeln. So, erstmal Lunchbox Nummer 1. Von da aus geht es rüber zu Lunchbox Nummer 2. Also die zweite jetzt hier gerade, ja, ne? Nicht die zweite des Spiels, logischerweise. Oh, kleines bisschen hier im Boostern wieder orientieren. Und da ist die nächste Lunchbox, wie gesagt. Und jetzt ein paar Schritte weiter haben wir dann gleich wieder einen Kinderreim.
Kerl. So, wieder schön dran denken, hier auch natürlich alle Figuren einzusammeln, ne? Dass ihr die dann später auch zur Verfügung habt. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt holen wir den Talisman. Habe ich, glaube ich, wieder ein paar Gegner rausgeschnitten. Ja, ein bisschen was war da, glaube ich, im Weg. Und jetzt können wir hier den Talisman einsammeln und kommen zur nächsten Lunchbox. Wir nähern uns, wie ihr merkt, so nach und nach wieder dem Ort. Wie gesagt, wirklich einmal komplett im Kreis herumgelaufen sozusagen. Damit das Ganze hoffentlich von den einzelnen Wegen her eine gute Optimierung ist. Da sind wieder die kleinen Markierungen, die immer anzeigen, ach komm, hier ist eine Lunchbox in der Nähe und hier liegt das gute Stück auf der Erde herum. Noch ein Reim. So, hier haben wir einen weiteren Kinderreim. Und auch hier winkt natürlich als Belohnung wieder dann ein Talisman dazu. Okay. So langsam gucke ich immer weiter panisch auf meinen Akkustand von meinem MacBook. Ist gleich leer. Ich versuche jetzt hier schon das Kommentieren so ein bisschen zu reduzieren, damit ich halt nicht ganz so viel hier durchgehend das gute Stück am Laufen habe. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass es nicht bis zum Ende reicht. So, cool versteckt. Das nächste. Wieder einfach den Code nachmachen. Diesmal ist er wirklich lang und das ist keine Sorge. Auch der längste, glaube ich, der im Spiel war, kann man sich auch gut merken. Ich habe so gemacht, dass ich die wirklich durchnummeriert habe. Ich habe halt gesagt, ich fange oben in der Ecke links oben an mit der 1, daneben die 2, dann die 3 und bis dann halt unten die 9. Ne? So wie man es kennt von Telefontastaturen, als es diese noch gab in wirklich, ja, heutzutage gibt es sie auch noch. Da sind dann halt nur noch digitale Tasten. So habe ich mir das gemerkt und so konnte ich das dann relativ schnell machen. Hier, das Kultversteck ist richtig geil. Wir haben jetzt den Bolzenschneider zur Verfügung, können hier durch, denn im Kultversteck wiederum gibt es ein Inventar-Upgrade. Endlich mehr Platz, um mehr Sachen zu horten, mehr Sachen mitzunehmen. Und ihr seht den Code eingeblendet, den ihr benötigt, um dort natürlich dann die Kiste auch aufmachen zu können. Noch eine Kultkiste. So, und weiter geht's. Mittlerweile zurück im Ort angekommen und wir werden auch noch andere Karten gleich besuchen, weil wir wirklich alles mitnehmen, was jetzt hier geht auf Saga, dass sie alles wirklich einsammelt, was möglich ist an dieser Stelle. Noch eine Schließkassette. Ich hatte mir gerade schon sogar das MacBook ein bisschen dunkler gemacht, um Akku zu sparen, aber dann kann ich nicht genug sagen, kann ich nicht genug erzählen. So, hier wie immer, ganz klar, logisch, ne? Kann ich keinen Code aufschreiben. Die Symbole findet ihr immer um die Kisten drumherum. Und dann machen wir das gute Stück hier auf. Hier muss ich den Code übrigens, ich habe den zweimal eingeben müssen, komischerweise an der Kiste, nur als Hinweis, dass sowas auch passieren kann, wohl anscheinend. So, wir fahren rüber nach Watery. Watery, ne? Deswegen mit Ausrufezeichen dahinter, damit ihr wisst, aha, okay, nächste Karte kommt. Jetzt machen wir hier alles, was in Watery zu erledigen ist an dieser Stelle. So, und zu dem Kultversteck hier oben hin war jetzt auch wirklich ein langer, langer, langer Fußweg, aber halt auch hier eine Bolzenschneidertür. Wir kamen vorher nicht durch, wir brauchten den Bolzenschneider, deswegen halt hier zurückkehren, aber dann wirklich bis nach da ganz oben in die Ecke der Karte.
So, und dann sind wir ganz oben hier in der Ecke der Karte angekommen sind. Ich hoffe, meine Stimme hört sich jetzt nicht so viel anders an. Ich habe jetzt ein anderes Mikrofon. Ich war eben gerade noch unterwegs gewesen, hatte gehofft, das Video fertig zu bekommen. Jetzt halt von zu Hause weiter. Also hier bei der Kiste, ne? Ah, eine Menge Gegner habe ich rausgeschnitten. Aber ich habe hier das Riesenpech gehabt, dass ich also direkt zur Kiste durch bin. Gegner, ich dachte, ach, scheiß drauf, gib's schnell den Code ein. 542, so wie oben eingeblendet. Und während die Kiste aufging, wurde ich geschlagen und das war's für mich. Ich konnte mich nicht wehren und die haben die ganze Zeit auf mich eingeschlagen und ich blieb in diesem Kistenscreen drin. Deswegen macht die Gegner erst weg, sicher ist sicher. Ich musste dann halt Checkpoint neu laden, war nicht so schlimm, aber trotzdem schön ist es nicht. So, nächstes Tor, was wir mit dem Bolzenschneider öffnen können. Und dahinter verbirgt sich dann ein weiterer Kinderreim für uns und natürlich dann auch ein Talisman. Und wir nähern uns auch langsam dem Ende hier. Hier unten, diese Wohnwagensiedlung, waren wir ja auch schon gewesen. Wie gesagt, da konnten wir halt hier nicht rein, weil wir keinen Bolzenschneider hatten. Jetzt können wir hier auch den Kinderreim lösen. Ist also wirklich eine ganze Menge Zeug, wo wir hier hin und her reisen müssen, hin und her laufen müssen. Nervt so ein ganz kleines bisschen. Aber irgendwo ist es ja auch cool, wenn man sowieso so am Decken ist. Oh Mensch, ey, das ist eine Tür. Was ist da wohl hinter? Also, passt alles. Nehmt die Figuren wieder mit, ne? Ganz, ganz wichtig, nicht vergessen, die Figuren mitzunehmen. Ich sag's immer wieder. Sicher ist sicher nicht, dass ihr die wirklich aus irgendeinem Grund irgendwann liegen lasst. Wäre schade drum. So, da kommt jetzt ein Fred. Fred mit Geweihkopf. Da war der Fred gewesen. Und jetzt geht's einmal geradeaus. Praktisch da, wo er liegt, da ist die Kiste und da ist der Talisman. So, Mädchen, geh nach vorne. Da. Da haben wir den Talisman. Und damit geht es zur Lunchbox, zur nächsten Lunchbox bei uns auf der Liste. Und zwar Cauldron Lake sind wir jetzt angekommen. Wir sind jetzt, also haben jetzt wieder die Karte gewechselt, sind zurück zum Auto gerannt. Ich habe diesmal die Autofahrt nicht auf Video gehabt. Zurück zum Cauldron Lake geht es für uns. Und hier auch wieder eine Tür mit Bolzenschneider zu öffnen. Und dahinter finden wir dann gleich eine Lunchbox. Hier finden wir sowieso eine ganze Menge anderen Krempel auch. Ist ein bisschen verwirrend. Achtet so ein bisschen drauf, in welches Haus ich hier reingehe oder durchgehe. Denn wir gehen jetzt erstmal durch dieses Haus durch, gehen dann nach hinten in dieses rein, finden hier direkt an der Kurve die Lunchbox, können dann auch die Tür rüber auf die andere Seite öffnen. Also wie gesagt, hier werden wir gleich noch ein bisschen hin und her laufen. Ihr seht das, wir sind weiter am selben Standort. Ich blende halt immer die Karte ein, damit dann die Leute, die halt durch das Video durchspringen, auch eine Map zur Verfügung haben, wenn sie dann den Marker benutzt haben. So, also vorne sind wir raus, gehen durchs nächste Gebäude durch, unterm Baumstamm durch und dann wieder rein in das nächste Haus. So, hier, da habe ich glaube ich die Tür schon aufgemacht. Da gehen wir wieder durch. Weil auf diese Art und Weise sind wir nämlich hier hingekommen und jetzt können wir hier rein. Oh, noch ein Reim. Und hier haben wir den nächsten Reim, der auf uns wartet. Und dann kommt dann auch so langsam gleich die Puppe mit Problemen, wie ich sie nenne. Denn die ist ein bisschen schwer einzusammeln, weil das können wir nur machen, wenn wir alle Kinderreime gelöst haben. Also ihr solltet alle gelöst haben, ne? Ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ihr habt natürlich die Story bis hierhin durchgespielt, auch das ist wichtig, aber in meinen Augen auch irgendwo selbstverständlich, so muss ich es einfach sagen. So, wir platzieren hier wieder unsere Püppchen. Ich habe wieder schön langsam für euch gemacht, dass ihr es auch hundertprozentig nachvollziehen könnt, wo und wie, was ich hier mache. So, den Talisman gibt es aber nicht hier, den gibt es gegenüber. So, die Figuren wieder mitnehmen, dann einmal gegenüber rein. Und neben dem Talisman ist jetzt die Puppe mit den Problemen. Da unten sehen wir sie schon. Da ist erstmal der Talisman. Diese Puppe konnte ich nicht aufnehmen. Ich habe dann, bin ich in meinen Gedankenraum und habe die ganzen Kinderreimsachen alle an die Wand gehängt. Ne? Also alles im Gedächtnisraum über diese ganzen Kindersachen. Hier seht ihr, ich kann nicht aufheben. Deswegen habe ich das auch mit drin gelassen, weil das hat mir auch noch nicht geholfen. Dann habe ich sogar noch andere Fälle versucht zu lösen. Also ich habe eine ganze Menge Krempel gehabt, was ich an meiner Gedächtniswand da aufhängen konnte. Bin da wirklich durch verschiedene unterschiedliche Fälle durch. Natürlich die Kinderreime sowieso, habe die komplett gemacht. Konnte dann die Figur immer noch nicht aufheben. Dann habe ich noch ein paar andere Fälle bearbeitet, habe hier die Sachen alle an der Wand aufgehängt. Hat mir auch noch nicht geholfen gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das ist mir jetzt so doof, jetzt renne ich ein bisschen durch die Bude. Touche so ein paar Sachen an und hoffe, dass es dann geht. Und das hat funktioniert. Ich hoffe, dass das dementsprechend bei euch entweder auch selber sofort funktioniert oder aber, dass es halt auf diese Art und Weise zu fixen ist, dass ihr die Puppe aufheben könnt auf alle Fälle. Oh, ich habe mir gedacht, wenn ich hier sowieso schon bin, gehen wir nochmal in den nächsten Raum, so dass vielleicht irgendwie
keine Ahnung halt. Einfach Hoffnung, ne? Einfach Hoffnung. So, und jetzt darf ich sie aufheben und da kommt auch die entsprechende Trophäe hineingeplätschert. Damit geht's zum nächsten Kultversteck. Kultversteck, ihr seht, wir haben es fast geschafft, wir sind fast durch hier. Und zwar haben wir hier wieder einen Schlüssel, ne? Da haben wir hier so ein paar Zahlen. Und bei der 2, hinter der 2, ist der Ferienhaus-Versteck-Schlüssel angesiedelt. Und von hier aus geht es dann rüber zur Kiste. Ja, immer noch hier dieselbe Siedlung, hier mit den ganzen Gebäuden. Hier waren wir ja vorhin schon gewesen, ne? War auch jetzt nicht klar, was von der Reihenfolge am besten ist. Ich glaube, so rum ist es am besten, dass man am wenigsten doppelt gehen muss oder die kürzesten Wege besser gesagt hat. Ich muss sagen, ich bin hier auch ein paar Mal durcheinander durchgekommen. Bin ich jetzt gerade im richtigen Gebäude? War es noch mehr rechts, links? Da habe ich ein paar Gegner weggemacht, deswegen gab es einen kurzen Cut und jetzt hier hinten in die Ecke rein. Hier in den Raum rein und dort noch ist das Kultversteck. Kultkisten. So, mit Schlüssel. Schlüssel haben wir eingesammelt und damit geht es zum nächsten Kinderreim. Und der wird jetzt halt richtig lang, weil das ist halt nicht der nächste, das ist der letzte. Und den habt ihr nur dann zur Verfügung, wenn ihr natürlich alle anderen gemacht habt. Hier, ja, muss man halt aufpassen, was dort im Radio gesabbelt wird, um das Ganze zu lösen. Ist gar nicht so leicht, weil wir auch wirklich viele Rätsel zur Verfügung haben an verschiedenen Stellen hier. Das war knifflig, das war wirklich knifflig, weil ich so bei so ein paar Sachen dachte, ja, habe ich ja, aber wo ist das entsprechende Boot oder wo sind die Wellen? Und dann muss man hier wirklich durch alle Zimmer durchgucken, um dann die Lösung zu finden, weil oben sind auch noch weitere Rätsel. So, genau, richtig hier nochmal aufs Herz. Ich habe es auch extra mal so schön lange für euch gelassen, dass ihr wirklich seht, welche Puppe ich platziere. Dass das nicht zu flott geht und ihr dann nochmal zurückspüren müsst und Pause drücken. Ich glaube, ich hoffe, dass ich dort das richtige Tempo für euch erwischt habe. So, jetzt gehen wir nach oben, da gibt es auch noch was zu lösen. So, das hier auf der Treppe können wir ignorieren, das brauchen wir nicht. Und einmal hier rüber. Das brauchen wir auch nicht. Ah, hier ist das Küken, genau, richtig. Finde ich sehr gut gemacht, die Rätsel. Finde ich wirklich sehr gut gemacht. Man muss sich wirklich ein bisschen anstrengen, so ein bisschen überlegen, hey, wie kann was gemeint sein? Also, haben sie schön gemacht, haben sie schön gemacht. Aber ich liebe das Kapitel sowieso. Also, das Kapitel zum Ende, oh, Burner. Und das nächste nach Burner und danach Burner, Burner oder so. Ich bin begeistert vom Spiel. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung unten reinschreiben. Wie findet ihr Alan Wake 2? Genau, das habe ich euch noch gar nicht gefragt. Wie findet ihr Alan Wake 2? Also ich bin wirklich total perplex. Ich finde es wirklich super Sahne und richtig Bombe. Ein würdiger Nachfolger, so kann man sagen. So, jetzt haben wir es auch gleich geschafft hier. Ich glaube, jetzt brauchen wir die Figur nicht wieder mitzunehmen. Ich habe sie trotzdem eingesammelt. Aber ich glaube, wir sind durch mit Kinderreim. Die Trophäe ist da. Es ist alles da. Wir sammeln jetzt unten nochmal unseren Bonus-Talisman ein und dann sind wir fertig. Dann müssen wir unten das Radio dreimal bedienen. Das habe ich natürlich geschnitten, das habe ich gekürzt, ne? Und da können wir dreimal sozusagen mit dem Radio sprechen. Hört sich doof an, aber ihr wisst gleich, was ich meine. Da, das Walkie-Talkie. Genau, dann ist das auch viel sinnvoller, dass wir da dreimal reinreden. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr so war, denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Dann verpasst ihr natürlich weiter mit Lockerkeep kein neues Video. Ich sag bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Das ist praktisch.